Man hat von Omaier nicht zuletzt beim Champions League Final Four im Mai in Köln schon die unglaublichsten Dinge gesehen, als es drauf ankam. Die haben jetzt ein bisschen was gemacht, an der Deckung Kleines vorgezogen. Logisch, sie haben nicht mehr viel Zeit. Sie können hier nicht zulassen, dass die Berliner den Angriff lange ausspielen. Der Arm ist oben, Berlin muss abschließen. Ja, das war nicht gut. Die macht Druck, müssen sie auch. Muss ein schnelles Tor jetzt her. Ilic. Ui, nah am Stürmer, Foultreffer. Zählt. Okay. Da waren sie sich kurzzeitig nicht einig und haben dann trotzdem das Tor gepfiffen. Ich denke, das ist okay. Ja. Abwehrspieler hat keine Abwehrposition. Er fällt ja rein. In Ilic. 50-50. Ja, ja, okay. 3 Minuten zu spielen, 2 Tore, okay. Spannung steigt. Oh, komm, das ist faul gegen Jaschka. Und Kiel ist wieder da. Oh, oh. Da hätte ich auch gepfiffen, aber ich will jetzt nicht zu sehr die Schiris thematisieren. Also, das müssen die beiden Mannschaften ja sicherlich ganz alleine entscheiden, was hier in der Endphase noch passiert. Also die Kieler tun gut dran, Pettersson rauszuholen. Weil der wäre derjenige für mich, der prädestiniert ist für den entscheidenden goldenen Schuss. Der Rest. Ja. Ja, ja. Sie lassen Christoffersen werfen. Und die Kieler jetzt tatsächlich mit der Chance zum Ausgabe. Sie werfen ihn weg. Und Ninčević, das ist der Mann mit den klasse Nerven. Und Thierry Omaier. Wir haben es gesagt. Wir haben es gesagt. Was ist das denn für ein Spiel? Ach Gott. Wie oft hat der Franzose solche Dinger in den entscheidenden Momenten gehalten? Und zwar bei den ganz wichtigen Spielen. Und die Kieler wieder mit der Chance zum Ausgleich. Nein! Weg ist er. So, jetzt müssen sie es ausspielen. Jetzt müssen wir so lange spielen, bis wir nah am Zeitspiel sind und dann eventuell abschließen. Aber eine Minute noch in diesem Moment auf der Hallenuhr. Ja, Druck machen müssen sie schon. Also 1-1-Situation müssen sie jetzt suchen und versuchen, die Zeit runterzuspielen. Super gespielt von Jaschka. Der junge Selin, er hat die Nerven. 19 Jahre jung, Johannes Selin. Was ist das für ein Moment für den jungen Kerl? Aber noch ist es nicht ganz durch. Es sieht sehr, sehr gut aus. Das Unentschieden ist in der Tasche für die Füchse. Ich glaube, das können wir festhalten. Und der Sieg ist verdammt nah. Wieder klasse gespielt von Jaschka. Das sind doch geile Geschichten, die der Handball schreibt. Da macht er das entscheidende Ding wahrscheinlich. 19 Jahre alt. Wahnsinn. Gebürtiger Berliner aus der eigenen Jugend. Das Tor muss her. Heinevetter hatte ihn, aber natürlich war da ein Foul im Spiel. Aber die Zeit läuft für Berlin. Und er hat ihn. Und das ist es. Das ist der Sieg für die Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Und jetzt weiß es hier jeder. Auch die Kieler. Christoffersen. Alles klar und die Party startet in diesem Moment und die Liga ist spannender als je zuvor, denn auch Kiel stolpert früh in dieser Spielzeit. Wow. Also ich frag mich jetzt nicht, das ist sensationell. Naja, komm aber. Die Frage sei gestattet, es ist verdient, oder? Es ist hochverdient. Also da kann überhaupt kein Zweifel aufkommen, was die Füchse hier heute angeboten haben. Das ist unglaublich. Sie haben grandios gekämpft und völlig verdient gewonnen.
Und jetzt wollen wir den Mann der Stunde hören. Und das ist, na klar, Silvio Heinefetter. Auf geht's. Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von Toyota. Partner der Toyota Handball-Bundesliga. Silvio Heinefetter ist bei mir völlig fix und fertig. Was war anstrengender, das körperlich oder die Nerven heute in dieser Partie? Es war brutal anstrengend. Sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Und das Jubeln, das strengt am meisten an. Was ist das eigentlich für eine Sensation? Was hat die Füchse Berlin heute ausgemacht? Wie war dieser Erfolg möglich gegen den Rekordmeister? Ja, wir standen gut in der Abwehr. Wir wussten, hier kommt her. Wir sind auch ungeschlagen. Wir haben zwar nicht die Kurve geschlagen, aber wir haben auch nur 0 Minuspunkte. Und das spricht erstmal für sich. Und ich denke, es war eine kämpferisch super Leistung von uns. Also Silvio Heinefetter und die Füchse Berlin hier im absoluten Freudentaumel. Und wir wollen natürlich auch den THW Kiel noch zu Wort kommen lassen. Weitere Stimmen zu dieser Partie gibt es natürlich wie gewohnt bei uns auf Sport1.de. Es geht weiter mit Handball live bei uns im Programm am Dienstag. Im Pokal Gummersbach empfängt Balingen um 19:45 Uhr live auf Sport 1. Und jetzt geht es weiter vom Topspiel der Handball-Bundesliga zum Topspieltag der Fußball-Bundesliga. Denn nicht nur die zweite Liga haben wir jetzt im Programm, sondern auch in der ersten Liga gab es sensationelle Begegnungen. Oder, Daniela Buß? Oh ja, wir hauen heute so richtig einen raus, denn dank der englischen Woche, die ja vor uns liegt, haben wir von der zweiten Liga heute 4 Begegnungen zu bieten. Und ich sage Ihnen jetzt schon mal, es bleibt dabei, auch nach dem 4. Spieltag gibt es kein 0:0. Also freuen Sie sich drauf. Und dann die erste Liga, trumpft heute auf mit 3.